Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des Elex 2 Let's Plays. Geht schon direkt gut los. Wo wir heute uns auf den Weg machen zu Della Alps. Wir wollen mal gucken, was bei denen so abgeht. Hier im Lager haben wir alles gemacht. Die zwei Skillpunkte, weiß ich nicht, wo wir sie hinstecken. Und Quests haben wir ja auch keine. Wir wurden auch von niemandem angequatscht. Von daher machen wir uns keine Gedanken und machen uns auf den Weg zu den Alps. Wollen wir noch einmal mit dem Prof reden? Nein, wir haben null Fortschritt gemacht. Ja, also der Plan ist, zu den Alps gehen. Einmal gucken, ob die Alps eine für mich interessante Rasse zum Anschließen sind. Interessantes Volk. Wenn sie zum Anschließen interessant sind, dann nehmen wir die. Oder müssen wir uns entscheiden zwischen den Berserkern und den Alps. Und je nachdem wird das dann vorangehen. Und ja, das ist der Plan. Und wenn wir das fertig gemacht haben, würde ich sagen, machen wir dann einmal die Quest fertig, um meine Krankheit zu besiegen. Und in der Zeit, wo wir meine Krankheit besiegen, entscheiden wir uns dann, wo wir uns anschließen wollen, würde ich vorschlagen. Eigentlich wäre ja so der Standardweg wäre wahrscheinlich tatsächlich der Berserkerweg, so wie ich das hier schon mitbekommen habe. Der ist auch der mir momentan am meisten zusagt. Aber mal schauen. So, hier will ich hin. Das heißt, wir laufen jetzt hier unten am Wasser entlang. Na, vielleicht doch nicht unten am Wasser entlang laufen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass ich... Hier waren wir schon. Ziemlich safe. Upsi, ja. Ein bisschen aufpassen, dass ich dann auch da hochkomme. Nicht, dass da ein großer Abgrund ist, wo ich sonst runterspringe. Das weiß ich gerade nicht. Und ja, bei den Alps haben wir ja... Ich muss mal kurz was trinken. So. Hoffentlich besser. Bei den Alps haben wir ja dann die Möglichkeit, uns bei den einen Volk, wo wir uns eh schon hochgearbeitet hatten, nicht bei den einen Volk, bei den einen Typen da zu melden. So, wie komme ich jetzt nach da oben? Ich will eigentlich gar nicht nach da oben. Ich möchte... Da geht der Fluss lang. Und rechts neben dem Fluss ist eine Straße. Das heißt, wir laufen hier lang. Mit den einen Typen dort reden, der uns zu den Alps begleitet hat. Jetzt sind wir ja beim ersten Mal gar nicht reingegangen. Und eigentlich könnte man noch gucken, ob wir noch eine Quest bei den Berserkern, bei den Outlaws offen hatten. Aber ich glaube nicht, oder? Nee. Nein. Und Rekruten habe ich dort auch keine gefunden für die Klär? Nee, nicht für die... Doch, für die Kleriker habe ich da keine gefunden. Und daher, ja, so hier hoch. Okay, ich habe schon direkt Aggro von dir da, alles klar. Mhm. Du, dann gehen wir den da noch töten, den habe ich auch schon gesehen. Wir nehmen natürlich die maxmögliche XP mit, selbstverständlich. Warum sollte ich hier freiwillig auf Erfahrungspunkte verzichten? War das bloß eine Pflanze oder war das ein Vieh? Das war nur ein Vieh, nur eine Pflanze. Warum sollte ich freiwillig auf Erfahrungspunkte verzichten? Macht ja gar keinen Sinn. Wir haben so viel, was wir lernen wollen. Tatsächlich wäre XP-Farmen... Etwas, was man so langsam mal etwas genauer in Angriff nehmen könnte. So dumm das klingt, aber... Wenn ein was klar ist, dann... Dass dadurch, dass ich nicht freiwillig die gesamte Karte erkunde... Ich... Könntest du mir das Vieh wieder anzeigen? Warum nicht? Was ist los mit dir? Spiel, hör auf rumzubacken. Ich kann kein Damage mehr an ihm machen. Aber weißt du was, dann töt mich halt. Okay, ich drücke F9 so lange, wie der braucht.
Den wollte ich jetzt töten, ja. Nachdem hatte ich nicht gespeichert, weil der so einfach war. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der da hinten den Immun-Bug mir mal so schön hinlegt. Da hat jemand so, ey, nö, du, kein Schaden mehr machbar. So, jetzt wird's doch schon besser. So. Haben wir. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir waren da drüben zwar, aber hier lang nicht. Aber das ist der Weg, den ich gehen will. Also, dann... habe ich eine Spinne gesehen. Die müsste ich theoretisch schaffen. Wenn sie alleine ist. Oder wir töten erstmal das andere Vieh. Perfekt. So, und jetzt dich da drüben. Passt. Seitdem ich weiß, wie das mit den Ausweichen gedacht ist in dem Spiel, schaffe ich die Monster mittlerweile. Einfacher. Nein, die will ich nicht töten. Und der eine Hit hier hat mich jetzt gerade auch nicht gestört. Wir haben ja noch HP-Rec. Wir haben den Charakter mittlerweile, also ich weiß mittlerweile, wie ich zu spielen habe und ich habe den Charakter so weit, dass er mich nicht mehr immer so oft nervt, falls ich doch mal einen Hit bekomme. Ich würde sagen, ich fühle mich langsam confident. Aber das kann sich auch mal von heute auf morgen ändern, wie ihr sicherlich denken. Gut, ich wollte eigentlich nicht sofort runterhüpfen. Ich wollte erstmal die Karte aufmachen, aber gut. Dann. Haben wir hier schon alles gelootet? Wahrscheinlich nicht. Am coolsten finde ich den Typen hier links, wie er da sitzt. Möchte aber erneut erwähnen, wenn in einer Apokalypse Skelette so da... Also, der hier rechts, das sieht realistisch aus. Der da links, der dürfte so eigentlich nicht zum Sterben gekommen sein. Aber ja. Machen wir uns dabei der Gedanken darum, dass Leute in Apokalypsen Bock haben, Skelette entsprechend nach Position hinzusetzen? Oder wollen wir einfach weiterhin sagen, dass die Spielentwickler schon so einen leichten Psycho-Trip machen, wenn die solche Spiele entwickeln, weil man sich so denkt, so, das hat nichts mit Realismus zu tun. Mein Vogel ist weg, ich wollte ihn eigentlich looten. Na gut, dann liebe ich den Vogel nicht. Oder wollen wir die Entwicklern das einfach mal als künstlerische Freiheit darstellen? Nein, wir lassen das nicht als künstlerische Freiheit durch. Wir sagen einfach, die sind psychisch ein bisschen bekloppt, aber wer ist das unserer Gesellschaft nicht? So, damit haben sie ihren Fluchtweg. Aha. Ich glaube immer noch, dass die Entwickler sich gar keine Gedanken darum gemacht haben, wie Skelette theoretisch, wenn sie abgenagt werden von Viechern, dass die Knochen irgendwann runterfallen. Aber ja, wer hat das auch schon getestet, wirklich? Oh. So. Ja, wir versuchen mal ein bisschen mehr auf dem Weg zu bleiben. Was bei den Alps jetzt interessant wäre, wäre übrigens tatsächlich, neben denen, ob sie eine anschließbare Fraktion sind, die für mich interessant ist, die Frage, ob ich dort vernünftig Fernkampfwaffen lernen und kaufen kann, die mir vielleicht zusagen, irgendeine Energiewaffe oder so. Drauf, aber skillen will ich ja so oder so. Paradebeispiel. Warum ich drauf skillen will.
Oh oh. So, ich kann mich jetzt versuchen, zuerst um den zu kümmern. Das wird aber genauso scheiße, ich sag's euch. Das wird jetzt einfach mal kurz scheiße. Aber wir probieren's. Ich bin eigentlich stark genug, als dass ich das hier schaffen könnte. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Das sieht doch sehr gut aus. So. Jetzt wieder dich hier. Ach ja, unnötig. Einfach nur unnötig. Na komm. So, Mann, 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 Mann. So, Schild bitte wieder auf den Rücken. Aber zumindest haben wir keine HP gebraucht, Heilträge gebraucht. Aber wie gesagt, diese Flugviecher. Also ich bräuchte einfach wirklich mal eine Möglichkeit, vernünftig Schaden zu machen. Das, eigentlich müsste ich es mir als nächstes Ziel setzen. Praktisch bin ich da noch unentschlossen, weil es mangelt, glaube ich, gar nicht unbedingt an den Skills. Wenn ich jetzt sage, ich skille das hier auf 3. Sondern es mangelt wahrscheinlich eher an Idee, wo man hinskillen könnte, sinnvoll. Weil ich habe eigentlich jetzt nicht Bock, nur weil ich hier Gerissenheit skillen will. Gerissenheit auf 50 zu nehmen, aber wir können es theoretisch. Aber dann sind wir halt irgendwann ein sehr ausgeglichener Charakter. Aber wir können auch uns auf Stärke spezialisieren. Oder noch ein paar Punkte auf Konstitution. Nein, eigentlich macht es alles keinen Sinn. Wir skillen als nächstes so weit Gerissenheit, dass ich das ja auch noch mitmachen kann. Wir nehmen es einfach mit Scheiß drauf. Weil wir müssen eh andere Sachen skillen. Also komm, Gerissenheit. Vielleicht haben wir irgendwann mal das Glück und finden noch ein paar mehr Lernpunkte. Dazu müsste ich aber allerdings erkunden, was ich nicht tue. Die Musik hat sich geändert. Oder wir lernen... Wir kaufen das bei irgendwelchen Händlern. Da könnte man ja auch mal jetzt irgendwie gucken, ob wir Händler haben, wo wir das kaufen können. So, jetzt die spannende Frage, ob ich diese Ecke hier wiedererkenne. Waren wir hier schon jemals? Wenn hier das Outlaw-Lager war, war damals hier die Grenze. Da ging es hier, glaube ich, nicht hoch. Die Alps lebten hier oben links. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal war. In Elex 1. In Elex 2 waren wir hier, wenn dann nur kurz auf dem Rückweg. Gut, ich glaube, dass das Ding das Hauptlager ist und da latschen wir jetzt auch rein. Und schauen doch erstmal, was mir das Spiel denn dort so Schönes anbietet. Da können wir noch hochklettern. Bis jetzt recht Monsterarm hier. Was mich minimal verwundert. War auch nicht schlimm ist, das verwundert mich nur leicht. Ist das schon das Richtige? Ja. Wollen wir hier erkunden? Klar, warum nicht? Die Stadt ist es hier offiziell noch nicht, von daher können wir hier auch erkunden. Da ist noch ein Tresor. Okay, kleiner. Also 8013. 2 geht nicht, deswegen 3. Die 0 ist schon mal richtig. Die 8 und die 3 existiert. Auf anderen Slots. Dann packen wir mal die 3 hier hin.
und die 4 und die 8. Perfekt, und dann ist das entweder die 0 oder die 6. Die 0 ist das. Die 0 ist gelb. Geht nicht, dann die 6. Geht doch. Geht doch. Weiß nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, da die 0 hinzupacken. Achso, ja, weil sie dort gelb war. Eigentlich war schon, wenn man sich das kurz das Rätsel angeguckt hat, war so, ja, alles klar, es kann gar nicht die 8 sein. Es kann gar nicht die 0 sein, die dort hinkommt, aber gut, egal. Egal. Wir haben es gelöst. Und da war auch der Code. 3208 oder was? 3068, du Scheiße. 3068 soll das sein. Das kann doch keiner lesen. Oh, hier ist noch Klebeband. Was haben wir dort Hübsches? Wollen wir das töten? Ja, komm. Voraussetzung, ich schaffe ihn. Ich habe ein bisschen berechtigte Zweifel, dass ich den schaffe. Ja. Ein Hit, Hälfte HP. Aber wir schaffen den. Es ist ein bisschen... gefährlich, aber... schaffbar. Sagt der und lässt sich einfach nochmal von diesem Hit umbringen. Wunderschön. Irgendwie habe ich hier im Alpgebiet nur 50 FPS. Ich merke, dass hier im Schnee... das Spiel... Mann, unglücklicher ist. Sehr gut. So, jetzt hat er erstmal die Vergiftung. Ausdauer. Oh, oh, zu früh. Ausdauer. Ich muss noch kurz warten. Jetzt. Natürlich, ich wollte mal noch gucken, dass ich ihn einmal tanke. 420 Erfahrungspunkte. Ja, okay. Gut. Möchte mich nicht beschweren. Aber der war unerwartet schwer. Ich dachte, wir waren hier. Die Ecke kommt mir bekannt vor. Gut, wir gehen hier mal die Stadt erkunden, vor der Stadt, weil wir es können. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen... was Besonderes finden, und außerdem, wenn wir hier schon einmal sind, und ich hatte ja schon gesagt, wir bräuchten immer noch Erfahrungspunkte, dann können wir hier auch anfangen, Sachen mitzunehmen. Könntest du bitte aufhören, so rumzuspasten, wie als wäre ich ein Consolero? Ich spiele mit Maus und Tastatur und ich spaste manchmal in diesem Spiel rum. Jetzt will ich mit irgendeinem scheiß Gamepad zocken. Es ist echt schlimm geworden, wirklich. Gut, gucken wir als nächstes in diese Hütten hier rein. Das wär, hier fangen wir an, machen wir es so. Gut, dann erstmal jetzt. Haben wir hier was? Ja. Ein goldener Teller. Dann hier rein. Und mit dem da vorne wollte ich eigentlich beginnen. Mit dem Gebäude hier. So, dass wir hier einen logischen Anfang haben. Oh, die 20 Minuten sind gut. Dann erkunden wir hier die Gebäude der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Dann, ja, wenn wir hier erkunden und dann gehen wir in die Stadt rein, lasst noch einen Daumen nach oben da und gebt mir, schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss. Tschüss.